Hallo liebe Staubsaugerfreunde, heute schauen wir uns mal nochmal den Konga Rockstar 10.000 Nebula Station Staubsauger uns an. Das ist ein Akkustaubsauger, der hier wirklich extrem hohe Spezifikationen und Leistungsdaten aufweist und zudem noch eine Absaugstation hat, womit man praktisch diesen Staubbehälter komplett entleeren kann und ist vollautomatisch. Also wirklich ein Top-Gerät zu einem fairen Preis mit zahlreichen Extra-Funktionen. Und den gehen wir heute mal kurz nochmal durch. Wir werden uns mal kurz hier nochmal die paar technischen Daten und Features uns anschauen, die dieser Staubsauger bietet. Und zum Schluss ein kleines Fazit ziehen aus dem Dauertest von jetzt seit über 4 Wochen, wo ich den hier öfters mal eingesetzt habe und verwendet habe. Also, bleibt bis zum Schluss dran. Ich werde euch dies natürlich hier in der Videobeschreibung verlinken. Schaut dort nochmal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zu diesem Produkt, wo es das auch hier direkt zu kaufen gibt im Online-Shop von Sikotec. Dort gibt es das mit Abstand am günstigsten und ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch diesen dort mal an, klickt dort mal den Link an und dann könnt ihr euch nochmal hier selbst ein eigenes Bild davon machen. Schauen wir uns jetzt mal das Gerät hier von der Vorderseite bzw. von oben uns an. Also es sieht praktisch hier so aus und ihr könnt schon sehen, das macht auch hier einen guten Eindruck. Hier Konga, das wäre praktisch hier die Modellreihe. Er hat hier 450 Watt und wir haben hier praktisch den Staubbehälter, der praktisch hier alles schön auffängt. Ja, das Ganze wird praktisch hier in der Station verbunden und dann hier automatisch abgesaugt. Aber ihr könnt auch hier diesen Staubbehälter ganz einfach klassisch aufmachen und dann könnt ihr praktisch das alles hier raus tun, den ganzen Staub entleeren und seid somit auch hier manuell wirklich sehr gut unterwegs. Ja. So viel gibt es im Grunde dazu nicht zu sagen. Wir haben hier einen sehr schönen großen Akku drin. Also der Akku, der befindet sich hier komplett an der Unterseite. Ist hier wirklich ein Riesengerät und sorgt dafür, dass wir hier wirklich eine extrem lange Laufzeit haben, die auch hier im Test bestätigt werden kann. Wir gehen mal kurz nach oben und zwar haben wir jetzt praktisch hier so ein schönes Display dran. Also ihr könnt schon sehen, so sieht das Gerät aus. Ich mache es mal kurz an. Gehen wir mal kurz drauf und wir haben dann praktisch hier so ein Display dran. Das kann man vielleicht nicht so gut sehen, aber hier steht Auto dran. Und wir haben natürlich die Möglichkeit hier das Gerät dementsprechend an- und auszuschalten und somit auch hier zu bedienen. Und das ist gut umgesetzt. Hier ist der Luftauslass, da haben wir praktisch so einen Filter drin, so ein HEPA-Filter, da kommt die Luft raus. Und da kann man jetzt praktisch nochmal hier das Innere sehen, wie praktisch hier der Schmutz hier drin aufgefangen wird. Ja, das Ganze passt soweit. Und ich gehe nochmal kurz hier auf den Akku etwas näher ein. Den kann man natürlich hier auch entfernen. Ich gehe jetzt gerade mal kurz hier so drauf. Wir können hier auf Open machen. Kann man diesen Akku entfernen. Ist hier wirklich ein riesengroßes Gerät. Also ihr habt hier wirklich mehr als genug Power. Wir haben hier 29,6 Volt und 2500 mAh. Somit kommen wir auf eine Akkukapazität von 74 Wattstunden. Und das ist hier wirklich sehr gut und wie gesagt auch hier toll für den Akkustaubsauger geeignet. Kommen wir mal kurz hier zur Unterseite. Ich mache gerade mal die Klappe zu. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier zu verstellen. Wir haben hier so ein Saugrohr dran, ein sehr stabiles. Und damit können wir natürlich auch hier das Gerät in der Länge verstellen, was ich auch top finde. Also auch hier gab es keine Probleme. Während meinem Dauertest hatte ich hier wirklich sehr gut gemacht und ich bin hier wirklich sehr zufrieden damit. Hier oben kann man natürlich das gesamte System wechseln. Ich gehe jetzt gerade mal kurz so hin, da klickt ihr ganz einfach drauf. Da könnt ihr beispielsweise auch hier natürlich die anderen Aufsätze dran machen. Da gibt es ja hier so eine Saugdüse bzw. hier so eine Fugendüse mit dabei. Die könnt ihr hier ganz einfach oben drauf machen oder komplett das Saugrohr weglassen. Ja, dann geht es praktisch hier wieder rein und ja, ist praktisch auch hier verbunden. Und wir gucken uns mal kurz hier die Unterseite an und schauen uns mal an, wie praktisch das hier so nach einem längeren Zeitraum aussieht, wo ich den hier ausführlich getestet habe. Also, hier kann man sehen, ja klar, hier sind ein paar kleinere Schmutzpartikel dran. Ist er natürlich hier vollkommen normal während dieser Betriebsdauer. Besonders gut finde ich auch bei diesem Gerät, dass es praktisch hier wirklich so einen sehr großen Radius, einen sehr großen Winkel hat, womit man praktisch hier das Gerät bedienen kann. Also wir haben hier wirklich ja, sehr viele Möglichkeiten, überall zum Beispiel unter den Schränken oder hier natürlich in sehr verwinkelten Ecken in eurer Haus, in eurer Wohnung praktisch hinzukommen. Das Ganze hat auch hier einen Standmechanismus, der klappt automatisch ein. Also ihr könnt schon sehen, der steht dann praktisch auch hier von alleine, wenn ihr den praktisch so hinstellt. Und dann könnt ihr den praktisch jederzeit wieder rausmachen. Und es ist auch hier wirklich toll umgesetzt. Ja, so viel gibt es im Grunde nicht dann dazu zu sagen. Wir gehen aber kurz hier die Unterseite durch. Wir haben dann praktisch hier nochmal diese Bürsten mit dabei. Da hat sich schon ein bisschen Staub angesammelt. Wir haben hier so rotierende Bürsten, einmal solche feinen Bürsten und solche groben Bürsten. Das ist gut gemacht. Und ja, somit saugt im Grunde auch hier alles ideal auf. Dann haben wir noch unten dran solche LEDs, die natürlich hier aufleuchten.
und somit natürlich für ein gutes Lichtverhältnis sorgen. Wenn man zum Beispiel hier mal den Raum in der Dunkelheit putzen möchte, was natürlich auch nicht oft der Fall sein wird. So viel im Grunde dazu. Auch nach 4 Wochen ist das Gerät wirklich top, sehr gut im Einsatz. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal kurz hier die Absaugstation, denn die ist auch sehr gut. Mit der kann man das Gerät hier wirklich ebenfalls toll verwenden und natürlich dementsprechend auch hier gut und schnell entleeren. So, da haben wir jetzt diese Absaugstation. Die ist praktisch auch hier wirklich sehr standfest auf dem Boden. Die ist hier wirklich sehr hochwertig und jetzt zeige ich nochmal kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir haben dann praktisch hier diesen Staubsauger und den können wir praktisch ganz einfach entleeren. Den steckt man ganz einfach hier so drauf. Dann kommt er praktisch hier so rein und wird dann hier automatisch entleert und somit praktisch auch hier gereinigt. Also ein Top-System, was ich hier sehen lassen kann. Das Ganze könnt ihr praktisch wieder raustun. Da müsst ihr halt nur noch beachten, dass ihr praktisch jetzt hier nochmal die Klappe hochmachen müsst. Zack. Und dann ist das Ganze auch hier top und es funktioniert auch hier recht zuverlässig. Ich kann es gerade nicht anmachen, weil ich jetzt hier natürlich auch keinen Staub drin habe, aber der saugt einfach das kurz aus und dann ist praktisch hier das Gerät komplett entleert und somit natürlich auch hier wirklich komplett, ja, fertig zur weiteren Verwendung, wenn ihr hier wieder weiter saugen wollt und wieder ein bisschen Platz im Staubbehälter benötigt. Kommen wir jetzt abschließend zu meinem Fazit zu dem CQTEC Konga Rockstar 10.000 Nebula Station. Tolles Gerät mit ordentlich Leistung, 450 Watt haben wir hier. Und wir haben hier eine automatische Entleerung, was hier wirklich beinahe schon ein Alleinstellungsmerkmal ist und was so gut wie kein anderer Akkusauger vorweisen kann. Das zu einem sehr fairen, guten Preis. Er ist höhenverstellbar, man kann hier wirklich sehr viele Teile und Komponenten austauschen. Er ist leistungsstark und hat eine sehr lange Laufzeit. Von dem her ein Top-Produkt zu einem guten und günstigen Preis. Ich werde euch hier in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal dort drauf. Dann kommt ihr direkt zum Produkt, wo es denn auch hier zu kaufen gibt. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.